Außer es hat ja ein paar Upgrades bekommen, da der Menker, ne? Der Menki. Ist das ein anderer jetzt? Tatsächlich, der sieht jetzt grün aus. Boah. Wo ist der denn? Zeig mal her. Genau, der hier ist sein Bruder, ne? Der ist ja noch rot. Schießen wir mal in den Arsch rein. Oh, was ist das denn hier? Als Cyber-Mancubus. Da haben sie wahrscheinlich ein bisschen aufgepimpt, wie auch immer. Da gibt es ja auch in der Hölle so ein Labor. So, doppelläufige, zack. So, dann wollen wir mal die ganze Action wieder erledigen. Boah, das geht jetzt echt schneller, ne? Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. War's das? Nee. Oh, so ein Cyber-Mancubus. Das ist jetzt tatsächlich der, den wir noch aus Doom 2 kennen, ne? Mit seiner grünen Plasmakanone hier. Ich teste den gerade mal nur, was er so drauf hat. Aber die Schüsse von dem, die sind schon sehr stark. Boah, was war das denn? So eine Art Stampfer oder so. Boah, sieht aus, ey. Hier liegen noch die ganzen Leichenteile. Okay. Okay, ich guck mal ganz kurz hier, was das Logbuch sagt zum Cyber-Mancubus. Wie kann das denn sein, dass der jetzt so aufgepimpt wurde? Die Mancubi faszinieren die Wissenschaftler des Lazarus-Projekts schon länger. Wem wundert's? Um mehr über die Physiologie dieser Kreaturen herauszufinden, wurde ein Team aus Biogenetikern gebildet, unter der Leitung von Dr. Pierce persönlich, das sowohl das Verhalten als auch die Eigenschaften der Kreaturen erforschen und manipulieren sollte. Mal wieder aussieht, ey. Leckere Zähne auf jeden Fall. Und coole Zehennägel unten am Fuß. Als wäre der nicht schon so gefährlich genug. Haben den nochmal komplett aufgepimpt, ey. Ey, Dr. Pierce, die wollte es auf jeden Fall wissen hier, ne? So, gucken wir mal, wo sind wir denn jetzt hier? Genau, hier ist noch eine Rune oder was? Eine Rune und ein Predator, irgendwas. Aber hier kommen wir jetzt gerade ja noch nicht rein. Warum nicht? Okay, ist verschlossen, ja. Vielleicht von oben oder von unten irgendwie. Ich guck mal kurz. Das sieht so aus, als wären wir da irgendwie hochkommen, ne? Und hier so, zack. Nee. Obwohl wir da theoretisch rankommen müssten, greift er sich da nicht ran. Also wahrscheinlich da nicht so vorgesehen von der Map. Ah, guck mal hier, das ist ja hier der Schalter. Ich muss sagen, dass im Laufe des Spiels die Maps ein wenig an Übersichtlichkeit gewonnen haben. Nur der anfängliche UAC-Komplex war ein bisschen konfus teilweise. Oh. Die brennenden Seelen. Hier wird es gleich wahrscheinlich wieder gefährlich. Aber erstmal gehen wir noch hier rein. Hey. Der Fahrstuhl macht mir auf jeden Fall Angst. Ah, hier ist ja die Rune. Was haben wir denn hier für eine Prüfung? Schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Okay. Okay, und die Rune, du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory Kill erzielt hast. Ja, so möchte man dem Spiel natürlich ein bisschen mehr Beweglichkeit beziehungsweise Schnelligkeit hinzufügen. Das in Kombination mit diesem Double Jump Strafe Möglichkeit. Okay, kurze Ladezeit.
Okay, also ich guck mal kurz. Ah, ich kann mich jetzt nur 3 Sekunden bewegen. Das ist ja komisch. Ah, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Boah, ist ja scheiße, ey. Und so müssen wir jetzt noch 8 Kills machen, ja. Toll. Ja, geil. Und wo sind jetzt die Feinde? Da oben ist einer. Wo ist der nächste? Da oben. Ob hier noch jemand ist? Nee, das war wohl die falsche Seite. Guck mal, da ist ja noch einer. Ah, das ist aber eine leichte Prüfung. Muss natürlich nur aufpassen, dass jetzt hier nicht drauf gehen. Ja, eine Prüfung mit einmal haben wir auch noch nicht bestanden. Also das war jetzt as much as easy. Erkundung lohnt sich. Es gibt in jedem Level versteckte Extras. Ja, toll. Nur leider finden wir die nie. Was natürlich schlussendlich ziemlich schade ist, weil ich mir ganz gerne auch diese Retro-Level angucken würde. Und ich glaube, die bekommt man nur, wenn man 2 dieser Sammelobjekte einsammelt. Ah, cool, jetzt haben wir sogar eine 3. Rune. Dann können wir die direkt mit ausrüsten. Also du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory-Kill erzielt hast. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ob man das auch wirklich dann merkt gleich im Kampf. Schauen wir mal, ne? So, warte mal. Jetzt, hier war doch aber noch was, oder nicht? Also laut Karte müsste hier eigentlich noch ein Anzug liegen, genau. Aber das ist vielleicht auch die falsche Richtung. Von der anderen Seite müssen wir da irgendwie ran. Da waren wir auch schon. Den haben wir wahrscheinlich irgendwie übersehen, den Anzug. Das ist echt kacke, ey. Da müssen wir nochmal zurück. Die Upgrades brauchen wir natürlich. Boah, was denn, ey? Genau, da drin ist das Ding. Und hier sind wir reingekommen. Oder hier? Ne, warte mal. Vielleicht kann man das ja nochmal irgendwie drücken hier, diesen Button. Dann kann man nochmal die andere Tür öffnen. Sollte eigentlich möglich sein, oder? Ne, toll. Super. Schade, ey. Die Tür hier muss auf. Da hilft ja nix. Dann jumpen wir mal hier rüber. So hoch kommen wir nicht. Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Genau, da unten ist noch so eine Energiezelle, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ah, ein Geheimnis. Das ist natürlich sehr offensichtlich, aber trotzdem super. Ja, dann machen wir doch direkt nochmal die Munitionsvorräte, oder? Dann können wir vielleicht auch diese Cyber Monkey Bee erledigen. Boah, was ist denn das für ein Geräusch? Klingt wie... Oh, Alter, was ist das denn? Hier, klingt wie so ein Krieg der Welten Vieh. Muss auch noch irgendwo ein paar Geheimnisse. Ja, ich glaube, ich hab hier... Ah, nice. Geheimnis gefunden. Ja, diese Schlucht bietet sich natürlich an, ne? Phobos-typisch Superschrotflinte-Modell. Okay, aber jetzt müssten wir hier... Ah, da oben waren wir gerade, genau. Ja, da oben ist noch so eine Art Energiebalken, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Ist auch noch eine ganze Stage. Guck mal kurz, ob man da irgendwie hochkommt. Boah, Alter. Kommen hier voll random einfach die Teile. Okay. Ja, erstmal hier rüber, oder?
Die Luke da unten ist auf jeden Fall das Ziel. Na, da müssen wir noch lange nicht hin. Irgendwie weiter nach oben, aber wie? Wenn eh da hier runter plumpsen irgendwie. Boah. Das war jetzt natürlich knapp. Okay, komm, wir versuchen es einfach mal hier jetzt. Ich komme da oben ja noch von innen gleich irgendwie ran wieder. Kann ja auch sein. Ja, auch nicht das erste Mal gewesen, dass wir etwas sehen, bevor wir da rankommen. Speierpunkt ist natürlich immer sehr gut. Hm, was ist das denn? Hallo? Ah, da müssen wir irgendwie hoch wahrscheinlich. Aber wie? Boah. Okay. Ist ja sehr konfus. Der schläft einfach am Ventilschacht. Kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Wo kommen wir denn da hin? Hier ist so eine Art... Ach, hier waren wir gerade, okay. Siehst du, jetzt kommen wir doch auch hier hoch, ey. Oh! Fliegt gleich alles in die Luft. Das hier kann man auch nicht bewegen, ne? Naja. Jetzt wird's gefährlich. Achso, das Ding ist jetzt aus, aber fragt sich natürlich nur, wie lange, ne? Warte mal, wenn man jetzt hier reinläuft, kommt man da oben dann irgendwo lang? Ja. Da kommt man nach oben zum Geheimnis. Wir müssen auf jeden Fall das Ding erstmal noch anlassen. Mal hier irgendwo durch, vielleicht. Ja, hier. Ist das jetzt richtig? Warte mal, war denn jetzt das Geheimnis? Da ganz hinten? Da waren wir doch gerade gar nicht. Komisch. Auch nicht so ganz koscher hier. Okay, jetzt sind wir hier wieder unten. Ja, ich versuch's doch nochmal erstmal, dass wir unten lang gehen. Komm, komm, komm. Jo, nice. Okay. Ah, hier, guck mal, nice. Boah, das hätten wir jetzt echt fast übersehen. Das wäre jetzt natürlich blöd gewesen. Jetzt können wir endlich mal hier die Railgun oder alternativ das Gauss-Gewehr ein bisschen aufmotzen. Präzisionsbolzen, gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier natürlich die Gatling. Der Rotator. Waffenmod kann die Läufe der Chaingun anlaufen lassen, ohne zu feuern. Okay, also man drückt eine rechte Maustaste, damit er sich schon mal ein bisschen rumdreht wahrscheinlich. Und dann, falls Gegner kommt, kann man dann direkt losschießen. So, mobile Lafette. Jetzt gedrückt halten, um die Waffe in eine mobile Lafette zu verwandeln. Blockiert bei Überhitzung. Okay. Ja, natürlich spannend. Präzisionsbolzen. Benutze die Waffen, um hineinzuzoomen und einen schadensintensiven Schuss aufzuladen. Ja, das wäre echt nice. Haben wir natürlich noch den maximalen Damage. Nutze die Waffenmod, um einen mächtigen Strahl aufzuladen, der Ziele durchdringt. Ja, durchdringen ist natürlich immer so eine Sache. Mehrere hintereinander stehen, aber wir haben, glaube ich, schon gemerkt, dass wir lieber dann den maximalen Damage brauchen.
bei kleineren bzw. vereinzelten schwerfälligeren Gegnern. Zeig mal. Ja, cool, ey. Aufladen und dann go. Das ist natürlich nice. Die Chengan machen wir dann danach irgendwann. Die haben wir eh als letztes bekommen. Da machen wir mal eins nach dem anderen. Das Gauss-Gewehr ist aber echt schon fett. Das erinnert einen fast schon an den BFG von Doom 2. Aber da wir wissen, dass wir den BFG auch noch bekommen, wird er wahrscheinlich noch fetter aussehen. Oh. Komm, geh hoch da. Dass ich überhaupt mit so einer fetten Waffe irgendwo hingreifen kann, ist auch ein Wunder. Machen wir mal den Ventilator wieder an. Ja. Und hoch da jetzt. Jetzt können wir auch guten Gewissens langlaufen. Ja, sieht mir ganz so aus wie eine Falle. Ja, okay, BFG Labs, das sieht doch schon mal hervorragend aus. Aber wenn wir da nicht unser Sahnestück bekommen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ist einfach cool, ey. Ich schieße immer daneben mit den Raketen, das ist echt komisch. Boah, da kommt der Fette, ey. Den nähern wir uns lieber noch nicht. Da testen nämlich jetzt mal unsere neue Applikation hier. Warte mal. Gauss-Gewehr voll aufgeladen, das ist doch hervorragend. Oh, nice. Aber leider natürlich nicht direkt down. Drei Schüsse, okay. Ja, das hält sich doch noch in Grenzen. 50 Partikelenergie. So, da fliegt mit einem Schuss der Arm weg. Die können wir auch so erledigen. Oh, guck mal hier, wir haben jetzt den BFG noch nicht bekommen, aber wir haben schon die erste Info hier. Gucken wir mal, BFG 9000. Erleben Sie die BFG 9000. Was könnte es für einen größeren Sieg zum Ruhm des Aufstiegs geben, als eine neue Art von Waffe, die nicht auf UAC-Technologie basiert, sondern auf ihrem Glauben und ihrer Hingabe für die Sache. Genau danach streben wir. Wissen jenseits der traditionellen Wissenschaft. Nicht gehemmt durch die beschränkte Vorstellung von dimensionsgebundener Überlegung. Ups. Nur durch die Macht des Seft. Ja, kann eine solche Waffe funktionieren. Was auch immer das Seft sein soll. Für sie ist nicht nur die Wissenschaft wichtig, sondern auch der Glaube. Auf jeden Fall, wenn das keine religiösen Fanatiker sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, was haben wir jetzt hier für komische Drähte? Können wir hier irgendwas machen oder warum leuchten die so? Sieht mir auf jeden Fall eines BFG-Labors würdig aus hier. Müssen wir hier mit draufdrücken. Testfeuer, okay. Ja, nice. Boah. Ist da eine Waffe drinne oder was? Wie kam die jetzt auf die Idee? War einfach nur ein Test, glaube ich. Im KFF wurden bereits einige technologische Durchbrüche erzielt.